Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Borderlands 2. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahmesession alles gemacht haben. Wir haben ja, glaube ich, Claptrap bei seinem Schiff abgeladen und sollen ja jetzt angeblich nach Sanctuary. Und sollen aber dort angeblich ein Corporal-Reis finden. Und ja. Und diesen finden wir höchstwahrscheinlich hier auf der Karte. Also Areal 10, finde Corporal-Reis. Da müssen wir hin. Und dass wir das nicht alles zu Fuß machen müssen, würde ich mal sagen, holen wir uns einfach mal ein Fahrzeug. Wir lassen mal ein Fahrzeug hier spawnen. Und dann setzen wir uns mal in den Fahrersitz rein und fahren da mal gemütlich herum. So, ich habe hier offscreen ein bisschen wüten müssen, wie man merkt. Also ich habe hier ein paar dieser komischen Viecher hier gekillt, weil, ja, die haben mich ein bisschen angegriffen gerade, als ich gejoint bin in dem Spiel, weil es ja doch schon wieder ein bisschen länger her ist. Und, ja. So, kann ich da... Ja, genau, perfekt. Ich kann hier, weiß ich schon, den Punkt setzen. So, ich hoffe natürlich, dass ich hier... Eieiei, hui, ich muss erstmal wieder lernen, wie man das Fahrzeug bedient. So, ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Richtung. Aber ich denke schon... Ja, okay, perfekt. Da sind wir auch schon. Sehr schön. Ups, da wäre ich gleich direkt wieder angegriffen von irgendwelchen Viechern. Von den Bullies sozusagen. Ich glaube, die nennt man Bullies, ne? Bullymon. Hallo! Nicht auf mein Auto springen, bitte. Das tut weh wie Sau. So. Perfekt. So, so. Alter, es ist da auch wieder so ein komischer Heidkopf. Ah, tschüss. So. Okay. So, mein Auto ist zwar ein bisschen kaputt, bisschen im Arsch mittlerweile, aber gut, das kann man ja wieder reparieren, denke ich mal. So, was haben wir hier? Stechender Kaktus. Okay. Ja. Ich hoffe, der tut mir nichts. Muss ich da irgendwas tun? Oder wie ist das? Was? Hä? Ich muss hier irgendwas finden, habe ich so das Gefühl. Ah, hier. Entschuldigung. Reed steckt in Schwierigkeiten? Mist, wir sind ohnehin schon dünn gestreut. Finde ihn, Soldat. Ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet. Aber nicht mehr so stark wie einst. Also, der Husten hält sich in Grenzen. Oh, gucken wir mal, wen wir da haben. Ein Gegner. Kuckuck. Oh nein, scheiße. Ja, toll. Das ist dann wieder super funktioniert. So, kritischer Treffer, sehr schön. Und da oben auch nochmal. Ja, siehst du. Und weg ist er. Aha, und dann kommt schon wieder so ein komischer Axtwerfer, der uns anscheinend Böses möchte. So, komm dann nochmal rüber oder was ist da los? Na komm. Was ist mit dir los, sag mal? So. Okay. Ist da noch irgendwo einer? Ich glaube, da war ja vorher noch irgendwo einer, aber den gibt es anscheinend nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn schon zu viel abgezogen, ich weiß es gar nicht. Ja. Mir wurde in den Kommentaren auf jeden Fall gesagt, dass ich meine alten Waffen verkaufen soll, anstatt sie einfach wegzuwerfen. Darauf hätte ich eigentlich auch von selbst drauf kommen können. Ich weiß gar nicht, warum ich so blöd bin und einfach nicht daran gedacht habe. Aber vielen Dank trotzdem für den Hinweis. Ich bin halt manchmal ein bisschen verpeilt, was solche Spiele anlangt. Also ich vergesse auch ganz gern mal nachzuladen. Wobei ich hier... vor allem beim Sniper ein bisschen daran denke. Habe ich so mittlerweile auch schon mitbekommen.
weil ich generell mit dem Sniper gerne herumschieße, vor allem aus der Ferne. Habe ich auch bei Far Cry immer wieder gern gemacht, dass ich einfach mal die Außenposten von der Ferne einfach eingenommen habe, indem ich von der Ferne einfach ein paar Soldaten gekillt habe mit Sniper. War auch immer mega geil. Und ui, da kommt schon wieder einer, ja. Das ist gar nicht schön. Kritischer Treffer, jawohl. Und nochmal, komm, jawohl. Da kommt da mal einer ganz schnell. Sag mal. Oh, guck mal. Da ist auch wieder so ein ganz kleiner Rabauke, der mich da anscheinend. Oh, Scheiße. Au! Au, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So, okay. Und du bist auch weg. So, sehr schön. Puh, das war jetzt aber mega knapp. Das war mega knapp, aber Gott sei Dank haben wir ja so ein Schild, was ein bisschen. Oder so eine Fähigkeit, glaube ich, haben wir letztens freigeschalten, die uns ein bisschen Energie wieder zurückgibt. Also, die unsere Energie automatisch wieder auflädt. Zwar nur langsam, aber immerhin ein bisschen. Also, von da an, wenn wir längere Zeit hier quasi keinen Kampf haben, dann ist eigentlich die Gesundheit wieder voll aufgeladen. So, wie viel haben wir noch in der Sniper? 25 Schuss. Naja, drei Granaten ist auch nicht mehr das Wahre. Ich hoffe, wir finden bald wieder irgendwo ein Ammo. Oder irgendwo irgendwelche, ne? Irgendwelche Loots sozusagen, wo man, wo wir wieder unser Dingens aufladen können, unser Sniper. Wieso kann ich jetzt nicht. Oh Gott, bin ich schon wieder auf der Schützenseite. Auf dem Fahrersitz bitte Platz nehmen. Dankeschön, das ist sehr freundlich. So, dann schauen wir mal. Wo können wir denn da am besten abbiegen, dass wir. Okay, weißt du was? Fahren wir einfach mal die Richtung. Fahren wir einfach mal die Richtung, wird schon irgendwie funktionieren, wird schon passen. Und nein, da ist abgesperrt. Okay, da kommen wir nicht lang. Schade. Okay, nochmal umdrehen. Entschuldigung. Ich verfahre mich gerne, auch privat. Ich meine, gut, nee. Naja, privat. Privat eigentlich nicht, weil privat habe ich kein Auto. Aber ich habe sehr wohl einen Führerschein. Aber ich muss sagen, mir geht es halt immer wieder so, dass ich, wenn ich irgendwo Termine habe, zum Beispiel, ne, dann, und ich muss zu einer gewissen Straße, Gasse, whatever, dann passiert es mir immer wieder des Öfteren, dass ich immer wieder mal ganz gerne einfach mal die falsche Richtung, in die falsche Richtung laufe, bevor ich überhaupt mal die richtige Richtung wähle. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut, so bin ich nun mal. Das lässt sich oft nicht vermeiden. So, okay. Ich hoffe, das sind keine Gegner, die uns dann irgendwie angrapschen. So, was haben wir hier Feines? Ein. Ja, gut, da haben wir wieder ein paar so kleine Gegner. Die machen wir einfach mal platt. Ne? Ach nee, das war einfach nur so ein Eiszapfen oder so ein Eisdingens da. Okay, alles klar. Ah, da kommt aber ein Bulli. Da kommt ein Bulli, man. Bulli, Bulli, Bulli. Ein Bulli. Ein mega fetter, großer Bulli. Und dann kommen noch mehr Bullis. Noch mehr Bulli-Herwigs. Entschuldigung. Nein, nein, ich mach doch um Michael Bulli Herbig nicht schlecht, um Gottes Willen, der ist ein guter Mann. So, okay. Eieiei. Das fühlt sich wahrscheinlich einige wieder getriggert. Du hast Michael Bulli Herbig schlecht gemacht, was soll das? Nein, alles gut. Der Mann ist gut. Der Mann ist cool. So, gut. Was haben wir da drin? Ah, das sieht schon mal fein aus. So, haben wir da vielleicht irgendwie zufälligerweise. Nein, haben wir nicht. Okay, was haben wir hier? Was? Hat mich da gerade irgendwas attackiert oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Mir kommt so vor, als hätte mich gerade irgendwas attackiert. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ah, sind das die Dinger vielleicht? Oh, Entschuldigung, es tut mir aber leid. Es tut mir aber leid, dass ich euch da gerade platt gemacht habe. Jawohl! Okay.
Okay, ich hoffe, das war's dann. Aufforderung gemeistert. Oh. Hat sie ihn jetzt erwischt? Hat sie ihn erwischt? Juhu! Ich habe alle erwischt, anscheinend. Perfekt. Sehr gut. So, was haben wir? Wir sind auch wieder ein paar. Oh, scheiße. Ein Nomaden-Pyro. Der ist böse. Okay, die sind gar nicht mal so schlecht. Anscheinend halten die ziemlich viel aus, die Typen. So, okay, perfekt. Au, 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 was soll das? Aua! Was zur Hölle soll das? Und da ist schon wieder so ein fliegendes Vieh. Gleich zwei von denen. Na, klasse. Was ist denn mit euch los, sag mal? Warum müsst ihr mich ständig angreifen? Was soll die Scheiße? Okay, muss ich hier also grob werden, ja? Muss ich da anscheinend grob werden und euch so einfach zum Schweigen bringen? Ist das so, ja? Ihr seid mir aber zwei Früchtchen, du. So, und tschüss. So, ich hoffe, das war's dann. Ich hoffe, es waren die letzten beiden, die mich angegriffen haben. Ist ja sehr schön. So, und ich habe schon wieder mächtig wenig Sniper-Munition. Das ist gar nicht gut. Ich brauche auf jeden Fall entschieden mehr. Vielleicht haben wir außer ein bisschen Geld, was wir hier finden. Ich hoffe mal, dass wir da noch ein bisschen mehr finden. Aha. Du willst mich also angreifen, ja? Oh, shit. Es ist nicht gut, es ist nicht gut. Aua. Na, klasse. So. Okay. Und kaboom. So, weg ist er. So, okay. Jetzt brauche ich hier auf jeden Fall dringend Dingens hier. Heilung. Holla, was haben wir da Schönes? Inspiring Bro, Projectile Convergence. Scheint aber nicht sonderlich gut zu sein. Eine Schrotflinte, auch nicht schlecht, aber da ist die Genauigkeit ziemlich schwach. Na naja, gut, klar, bei einer Schrotflinte sollte man eher auf Darkhand setzen, als wir Fernkampf. Oh, das ist geil, da haben wir wieder Munition. Da haben wir wieder Munition gefunden, das ist schön. Ein bisschen Geld wieder für die Kasse. Dass wir uns wieder den Tod leisten können, falls man wieder vorbeikommt mit der Sense. Auch schön. Was haben wir hier? Habe ich da sonst noch irgendwo was vergessen? Vielleicht? Zufälligerweise? Nein? Okay, alles gut. Okay, da haben wir also nichts mehr. Gut, ich sollte vielleicht mal wieder nachladen. Wie wäre das? So, was habe ich denn an... okay. Naja, 17 Schuss, immerhin. 17 Schuss habe ich noch im Magazin. Jetzt sind es nur 15. Plus 6 Schuss sind 21. Also ganz gut. So. Okay. Na, dann schauen wir mal. Haben wir da irgendwo. Ne, Moment. Ne, wir müssen in die Richtung. War schon richtig. War schon richtig. Bevor ich hier wieder Mist baue, die Richtung war eigentlich schon korrekt. Also wir müssen hier irgendwo. Ich sehe schon das Ziel näher kommen. Oh, schön. Das Ziel kommt immer näher und näher und näher. Und haben wir irgendwann das Ziel erreicht, dann bin ich happy. So. Da unten sind wieder ein paar Bullies, oder? Ach nein. Interessant. Da sind anscheinend schon wieder so ein paar Axtwerfer unterwegs. Oh shit. Ich sollte vielleicht mal hier versuchen, aus der Schussweite zu kommen.
So. Perfekt. Jetzt sind sie tot. So. Und ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn ich da jetzt einfach runterspringe. Weil ganz ehrlich, das könnte mir den Tod bedeuten. Wobei, naja, nee. Wir sind schon einmal so tief gefallen, also von da an. So, okay, was haben wir hier? Schrotflinte. Ja, cool, Calipin. Weiß nicht. Wobei, Moment. Das scheint ein Sniper zu sein, oder? Ist das ein Sniper? Ich meine, naja, nee. Nee. Genauigkeit ist ein bisschen kacke. Genauigkeit ist ein bisschen runter. Aber der Schaden ist ziemlich hoch. Schaden ist hoch. Ich meine, jetzt haben wir 56 Schaden. Bei der wären es 89. Und das ist, glaube ich, ein Sniper, oder? Wenn ich nicht alles täusche, das ist ein Sniper. Ich meine, bis auf dass die Feuerrate auf 0,6 ist anstatt auf 0,7. Gut, das geht ja noch. Aber die Genauigkeit, die stört mich ein bisschen. Ich meine, klar, das sind halt auch nur eigentlich knapp... knapp 3%, die hier weniger sind, aber trotzdem, das kann schon ins Auge gehen. Ich hätte gern alles grün, wenn es geht. So. Aber wir werden schon das richtige Sniper finden, hoffe ich. Das habe ich privat zumindest auch gefunden. So, was haben wir hier, Feines? Aha. Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf Pandora bin. Und tschüss, gute Nacht. Tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Rest in peace. Oh shit. Oh Scheiße. Wow. Das ist aber gemein, du. Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast mir einen scheiß Felsen entgegengeworfen. Das ist aber gar nicht nett, du. Nee, Freund. Nein, das... Aua! Mann, ey. Du prügelst aber auch ziemlich hart. Alter, was ist mit dir kaputt? Nein! Nein! Verdammt! So. Hammer's dann. Zum Glück war er schon fast down. Sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Und hätte wieder gezahlt für den Tod. So. Okay. Warum schießt das denn mit der Sniper weg? Meine Güte, ich bin doof. So. Okay, da haben wir wieder ein bisschen Heilung. Auch schön. So, was haben wir da, Feines? Schrot. Nein. Schrot möchte ich nicht. Schrot ist scheiße. Ich meine, naja, für den Nahkampf gesehen nicht, aber ich bin nicht so ein Nahkämpfer. Ich bin eher so der Fernkämpfer, wie man merkt. So, jetzt schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Auto gelassen habe, aber ist ja auch vollkommen schnuppe, weil wir jetzt sowieso gleich am Zielort sind. Also ist das vollkommen egal. Und da haben wir auch schon das Windbreak Camp. Interessant. Haben wir da irgendwelche Gegner vielleicht zufällig? Das sieht sehr nach. Ja. Feindliches Territorium. Ich hab's mir doch gedacht. Es ist ein feindliches Territorium. Okay. Dann machen wir erstmal einen kurzen Prozess. Warum? Ich habe die ganze Zeit einen Kopftreffer gemacht. Warum zählt denn das nicht als kritischer Treffer? Was soll das? Okay, jetzt wird's jetzt wird's echt ein bisschen bombig. Holla. Mann, ey, treff doch mal, ey, das kann nicht sein. Warum trifft denn der Typ schon wieder nicht? Was ist denn daran so schwer, sag mal?